Na dann, Sir. Ich bin Dr. Harold Johnson. Erzählen Sie mir doch mal, was Ihr Problem ist. Okay, also sehen Sie, ich bin in einer Zeitschleife gefangen und ich glaube, das ist nicht normal. Okay. Haben Sie Kopfschmerzen oder Migräne? Nur wenn man mir auf den Kopf schlägt. Und passiert das häufiger? Ehrlich gesagt, öfter als mir lieb ist. Aber meistens habe ich es auch verdient, also... Verstehe. Na gut. Haben Sie jüngst große Veränderungen in Ihrem Leben gehabt? Ich wünschte, es wäre so. Aha, ein Mangel an Zuneigung also. Naja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Mein Vermieter und mein Boss sind super nett. Und ich habe diesen gut aussehenden Polizeisergeant getroffen, der mich verehrt. Also kann ich mich wohl kaum beschweren. Ich verstehe. Na schön. Okay, fangen wir mit einem einfachen Rorschach-Test an. Ich kenne den menschlichen Geist sehr gut, Dr. Hauser. Ich bin ein Profi, also nehmen Sie diesen Test bitte ernst. Ich werde Ihnen jetzt einige Bilder zeigen und ich möchte, dass Sie mir sagen, was Sie darauf sehen. Okay, ich sehe Carl Winslow. Ich habe Ihnen noch kein Bild gezeigt. Oh, jetzt habe ich verstanden. Tut mir leid. Nehmen Sie das hier bitte ernst. Was sehen Sie hier? Haben Sie die gemalt? Nein. Woher wissen Sie dann, was Sie wirklich darstellen? So funktioniert dieser Test nicht, Dr. Hauser. Aber konzentrieren wir uns auf Ihr Problem. Und was ist mein Problem? Nun, das weiß ich noch nicht. Deswegen machen wir den Test. Aber wir können damit nicht anfangen, wenn Sie mich ständig unterbrechen. Wie gesagt, ich werde Ihnen nun ein paar Bilder zeigen. Super, das gefällt mir. Was sehen Sie denn auf diesem Bild? Ich sehe nichts. Ich bin blind. Sie müssen das hier schon ernst nehmen, Dr. Hauser. Schön, versuchen wir es nochmal mit demselben Bild. Was sehen Sie? Ein zermatschten Schmetterling. Ein zermatschten Schmetterling. Sehr interessant. Großartig. Sieht aus, als würden wir Fortschritte machen. Was ist mit dem hier? Was sehen Sie? Zermatschte Schmetterlinge. Es sind immer zermatschte Schmetterlinge. Das hängt davon ab, wer die Bilder betrachtet. Okay, dann bin ich wohl der Typ für zermatschte Schmetterlinge. Zur Kenntnis genommen. Machen wir weiter. Was sehen Sie hier? Nun gut, was ist mit diesem hier? Was sehen Sie? Ja, ziemlich. Ich erkenne einen Zug und Glück, wenn ich eins sehe. Wie Sie meinen, das ist Ihre Entscheidung. Wir haben hier ja einen richtigen Lauf. Sagen Sie, Dr. Hauser, was ist mit diesem hier? Alles zermatschte Schmetterlinge. Sehen Sie das nicht? Ich sagte Ihnen schon, das hängt ganz allein vom Betrachter ab. Wo Sie einen Schmetterling sehen, sieht jemand anders vielleicht ein brennendes Flugzeug. Und keiner von Ihnen beiden läge falsch oder richtig. Verstehen Sie? 100%. Aber ich versichere Ihnen, es ist ein zermatschter Schmetterling. Sehr schön, sehr schön. Machen wir weiter. Sehen Sie sich dieses Bild an. Was sehen Sie, Dr. Hauser? Ich sehe einen Psychiater, der ein Bild von einem Psychiater hält, der ein Bild hält, auf dem ein Psychiater ein Bild hält, wo... Okay, okay. Was Sie beschreiben, ist der Droste-Effekt.
Aber das ist nicht sehr häufig beim Rorschach-Test. Was soll ich sagen? Das ist, was ich sehe. Und der Psychiater bin ich. Sie sind Psychiater? Okay, jetzt begreife ich, was hier vorgeht. Meine Geduld hat auch ihre Grenzen, Dr. Hauser. Okay, ich werde mich benehmen. Machen Sie weiter mit der Bildersache, ich habe echt Spaß. Nun gut. Wissen Sie, ich glaube, Sie waren mit Ihren Antworten nicht ehrlich. Und wir kommen so nicht voran. Ich bin ein Profi und glauben Sie es oder nicht, mir liegt das Wohl meiner Patienten am Herzen. Ich glaube, Sie leiden an einer emotionalen Instabilität und ich werde Ihnen helfen, ob Sie wollen oder nicht. Also fangen wir nochmal von vorne an. Was sehen Sie auf diesem Bild? Ich sehe nichts. Ich bin blind. Sie müssen das hier schon ernst nehmen, Dr. Hauser. Na gut. Schön, versuchen wir es nochmal mit demselben Bild. Was sehen Sie? Ich sehe nichts. Ich bin blind. Sie müssen das hier schon ernst nehmen, Dr. Hauser. Na. Schön, versuchen wir es... Mit einer Murmeltier-Crew. Murmeltier-Crew? Ja, offensichtlich. Sehen Sie sich doch mal die Zähne an. Nun gut. Schiff, Murmeltier, okay. Großartig. Sieht aus, als würden wir Fortschritte... Bin ich das? Interessant. Sie sehen sich also selbst in diesem Bild. Nun gut. Ein Tintenfleck. Kein Zweifel. Natürlich, sieht aus wie ein Tintenfleck auf einem Stück. Wir haben hier ja einen richtigen Lack. Babyschnappeltiere. Sind Sie sicher? So sicher wie mein Name Doogie Howser. Nun gut. Sehr schön, sehr schön. Machen wir... Wie oft im Monat werden Sie eigentlich von Tierschützern verklagt? Weil hier haben wir noch so einen zermatschten Schmetterling und so langsam fühle ich mich dabei nicht mehr wohl. Hören Sie mal zu. Wir misshandeln hier keine Schmetterlinge. Tatsächlich ist das hier nur ein Bild. Vielleicht sieht es für Sie wirklich wie ein zermatschter Schmetterling aus, aber es ist nur ein Klecks. Bitte nehmen Sie sich das nicht zu sehr zu Herzen. Okay, ich versuch's, aber ich bin einfach ein bisschen besorgt, Doktor. Ich bin ein überzeugter Schmetterlingsliebhaber, wissen Sie? Ich bin von Ihnen fasziniert, seit ich ein Kind war. Ich habe ganze Nachmittage damit verbracht, sie zu fangen. Dann habe ich sie mit nach Hause genommen und ihnen die Flügel ausgerissen und sie dann mit einem Feuerzeug und einer Menge Plastikfolie ausgestopft. Sie müssen also verstehen, das ist ein sehr persönliches Problem für mich. Wow, das sind erste Anzeichen von Mordgedanken. Okay. Mordgedanken? Meinen Sie nicht, das ist etwas extrem ausgedrückt? Okay. Sehen Sie, ich wollte Sie nur etwas beeindrucken. Ich habe nie Schmetterlinge misshandelt. Das war alles Matt. Ich habe nur zugesehen. Ich habe nie darüber geredet. Ich habe immer nur da gestanden und zugesehen, wie er immer neue Opfer in sein Museum des Horrors gebracht hat. Oh mein Gott, all die verstörenden Bilder von Tod und Trauer. Die verfolgen mich immer noch in meinen Träumen. Manchmal, nachts, kann ich die Schmetterlinge immer noch schreien hören. Und, wissen Sie, es macht mich ein wenig an. Genug! Schön. Versuchen wir es nochmal mit demselben Bild. Was sehen Sie? Pixel. Große, fette Pixel.
Wirklich? Soll ich etwas zurücktreten, damit Sie das Bild besser sehen können? Nein, ich mag Pixel, wissen Sie? Ich bin ein 80er-Junge. Dann trage ich mal Pixel ein. Ich bitte darum. Gut. Große, fette Pixel. Okay, das reicht. Ich habe mir genug von Ihren Wahnvorstellungen angehört. Das ist nicht mein Job, verdammt! Also eigentlich ist es genau das, Doc. Mir egal. Der Test ist vorbei. Sie leiden an einer schweren Form von Kleptomanie. Basiert diese Diagnose auf meinen Antworten? Nein. Die basiert auf der Tatsache, dass ich gesehen habe, wie Sie heimlich eine meiner Karten gestohlen haben, als ich mir Notizen gemacht habe. Das ist übrigens bemerkenswert dämlich, denn diese Karten sind dafür da, um sie mitzunehmen. Dachten Sie wirklich, ich würde das nicht merken? Ich bin doch genau hier, Herrgott! Egal. Ich glaube, hier passiert eines von zwei Szenarien. Entweder führen Sie mich aus irgendeinem Grund an der Nase herum, oder Sie sind ein absoluter Schwachkopf. In beiden Fällen muss ich Sie darauf hinweisen, dass ich die entsprechenden Behörden verständigen werde, sollten Sie je wieder meine Praxis betreten. Ich habe nichts davon verstanden, aber plötzlich fühle ich mich hier nicht mehr willkommen. Da gehe ich nicht wieder rein. Bin nur nicht verrückt. Okay, finden wir mal raus, ob Türen mit Kreditkarten aufmachen nur eine weitere Hollywood-Lüge ist. Bingo. Oh, dieser Bastard. Ich dachte immer, ich hätte das größere Zimmer. Diese verdammte Irre. Ich wette, das ist alles Teil seines exzentrischen Sicherheitssystems. Mortys Literaturgeschmack interessiert mich nicht. Mortys Liter... Mist, ist abgeschlossen. Mortys Literaturgeschmack interessiert mich nicht.
Die kann ich nicht rumtragen. Bücher und Zeugs. Das Zeugs ist mir lieber. Geht nicht. Das ist einfach nur dumm. Jetzt gehörst du mir, mein Schatz. Das gebe ich nicht weg. Na, ich hab die Kohle noch nicht zusammen. Und keine Kohle heißt kein Ring. Nette Con, ne? Für dich. Was zur Hölle ist los mit dir? Du siehst aus, als wenn du stirbst oder sowas. Oh, ich halte das nicht mehr aus. Was ist passiert, Alter? Oh, der Hotdog-Verkäufer, er hat versucht, mich zu vergiften. Echt? Ich hatte Hunger, okay? Und ich kann Schokolade nicht leiden. Also habe ich dem Typen einen Hotdog abgekauft und... Oh, großer Gott! Und, wie kann ich helfen? Leg den Wichser um. Sehr gern, aber ich glaube, das übersteigt meine Kompetenzen. Dann nützt du mir nichts, Kleiner. Soll ich dir einen Krankenwagen rufen? Nein, ich mag keine Krankenwagen. Sind mir zu laut und haben keinen Stil. Dein Ernst? Du siehst aus, als wenn du gleich den Löffel abgibst. Du brauchst Hilfe. Was ich brauche, ist ein scheiß Kaffee. Oh! Wozu denn Kaffee? Gott! Ist das nicht offensichtlich? Der Hotdog hätte mich fast umgebracht. Ich habe einen Knoten im Magen. Und das heißt, alles muss raus. Kapiert, aber... warum denn nicht einfach ein Abführmittel? Hast du welches? Naja, nein. Aber ich könnte sicher improvisieren. Ich brauche nur ein paar ausgewählte Zutaten. Gott, ich liebe das. Nein, nein, nein. Keine ausgeführten Experimente. Oh! Ich brauche einfach nur einen verdammten Kaffee. Alles klar, schon verstanden. Aber ich glaube, hier gibt's keine Kaffeemaschinen in der Nähe. Ich meine, hier sind reichlich Nerds, die dringend auf die Fresse brauchen, aber keine Kaffeemaschinen. Ah, der blöde Wichser hat einen Becher. Welcher von den vielen? Der Hotdog-Typ. Ah! Na, dann frag ihn doch einfach. Ist schließlich ein Notfall und so. Hab ich, aber er... Oh, wollt ihr mir nicht geben? Blöd gelaufen. Nicht nur, dass er mir diesen höllischen Hotdog verkauft hat, nein, er will mir auch keinen... Oh Gott, Kaffee geben! Okay, okay, ich sehe, was ich tun kann, aber ich verspreche nichts. Ich habe hier diese Miniatur, falls du interessiert bist. Ist das die Millennium Enterprise? Bist du einfach noch blind geworden? Natürlich ist das eine Millennium Enterprise. Collector's Edition, wenn ich das hinzufügen darf. Ah!
Ich gehe hier noch drauf. Verstehe, naja, also niemand sollte von dieser Welt gehen, ohne so eine zu besitzen. Ah, oh, pass auf, ich bin ein großer Track Wars-Fan. Schon seit ich ein Kind war und ich wollte immer so eine haben. Aber, ah! Oh. Aber? Aber jetzt gerade leide ich unaussprechliche Schmerzen. So kann ich keine Geschäfte machen. Ich brauche Hilfe. Okay, okay. Bin gleich wieder da. Such einen Security-Typen. Sag ihm, dass mich jemand vergiften will. Aber ich meine, bist du sicher? Was, wenn es nicht seine Schuld war? Mach schon! Na schön, aber nur fürs Protokoll. Das ist nicht der optimale Weg, einen Gefallen zu erbitten. Meine derzeitige Grobschlächtigkeit ist durch die reißenden Schmerzen durchaus entschuldbar. Und das ist auch der einzige Grund, wieso ich dir vergeben werde.